Peter kann es noch. Der Canvas ist immer noch geil, oder? Der Canvas ist geil. Auch mit der Lackierung finde ich jetzt. Sieht aus wie ein Space Shuttle. Hm. Müssen wir jetzt hier drehen? Musst du jetzt geradeaus in IT oder was? Ich will geradeaus weg, ich will da rein zum. Alter, ey. Ja, ist ja gut. Er denkt nur an sich, weißt du? Er einmal denkt nur an sich. Redlich. Nimmt noch das Schild mit. Das ist kein Schild, das ist eine Barke. Entschuldigung, die Schildbarke. Nee, die Barke. Das da unten ist ein Barkenfuß und das Schild, was du Schild nennst, ist eine Barke. Und das da oben ist eine Barkenlampe. So, haben wir das jetzt ausdiskutiert? Was war das denn? Was war das denn jetzt? Alter Schwede. Was, warum hast du denn Beinchen gehoben? Weil hier auf einmal ein Anhänger vor mir rangesprungen ist. Sieht ihr den Anhänger hier nicht stehen? Nee. Hier ist kein Anhänger. Bei mir schon. Schiebst du ihn weg? Nein, tue ich nicht. Da, jetzt liegt er auf der anderen Seite. Hier sind keine... Soll ich ein Foto machen? Was hast du denn... Du, schon wieder puppelst du da rum. Was machst du denn da? Ich weiß das nicht. Gib Gas. Nein, die ist abgehauen. Muss erstmal in der Werkstatt, wenn es hier eine gibt. Ja, ja, hier gibt es eine. Achtung, Sie fliegen in ein Kampfgebiet. Machen Sie sich gefechtsbereit. Viel Erfolg. Du bist über Rot gefahren. Würde ich das sonst auch nicht. Also, sag bloß, du bist jetzt angehalten. Nö. Kommt jetzt ein LKW von rechts? Ja, ich weiß. Ich hab gedacht, das war grün. Komm, zieh raus. Boah, ist das fies, wenn der Motor ausfällt. Und die Lenkung schwer wird. $300 Schaden nur. Ein Anhänger, den es gar nicht gab. Ja, er hat hier einen Anhänger. Nur es war nicht seiner. Ja, eben, der stand auf einmal da. Boah, was ist das denn jetzt? Also ich stehe jetzt an der Werkstatt hier, ne? Oh, scheiße! Ja. Ob das noch klappt, ich weiß es nicht. Hey, mal, deine Frau ist müde, du musst ins Bett. Nee, ich geh jetzt eine rauchen. Ich muss zur Toilette. Jo, bis gleich. Jo, bis morgen. Bist du weg? Nee. Also bis gleich. Wollte der nicht einen Döner essen? Nein. Schon komisch, diese Eisro-Truckers, ne? Warum? Fahren überall mit diesen Randallleuchten rum. Echt? Oh, ich muss so zur Toilette. Ja, dann geh doch. Ich kann nicht.
So nicht! Lass den LKW parken. Okay, da geh ich auch mal. Boah, ey. Oh, 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 oh. Ja, einen schönen Tag, Kagele. So, keiner mehr deint, jetzt können wir ja aufhören, ne? Nein! Das Spielfeld wird wieder nehmen, merkst du das? Hockey? Ja? Ach ne, das Nighty, Entschuldigung. Hä? Den verstand ich jetzt nicht. Hallo? Wenn du neben mir gestanden hättest, Porky, hätte ich gesagt, ja. Du mach mal Platz, ich will nur schöne LKWs aufnehmen. Ja, sorry. Meine Lackierung sieht ein bisschen besser aus. Nighty? Ja? Hast du noch Randale-Leuchten an? Ja, hat er. Ich die noch an? U oder O war das? Ich wollte noch gucken, wie die Dings ein. Nee, das war der Blinker. Der. Nein. Nein, falscher Knopf. Mach mal deine Lichtorgel aus. Ja, ich bin da schon bei. Er sucht ja gerade. Ach so. Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. O oder U? Tastatur. Hey, ich hab die nicht auf der Tastatur. Ich wollte auch noch mal gucken. Die Grundeinstellungen sind aber auf Tastatur, damit du die erstmal außen machst. O ist das Tastatur. Wie war denn noch mal die... Das geht wieder nicht gut. Ich merke jetzt schon, dass es nicht gut geht. Wo war das denn mit dem Umstellen? Was? Ja, hatte ich doch gerade noch gesagt. Weißt du, hier die Anzeige? Das Navi, die Navi-Geschichte. Ja. Und der Tassenknöpfe, ne? Navi-Kartenmaßstab ändern. Ü ist das. Ü? Ü. Im LKW? Im LKW, ja, ja. Schneemann, weißt du was auch immer? Ja, ist Ü. Nö, bei mir nicht. Bei mir ist Blinker Ü.
Ja, dann hast du es umgestellt. Ich hab da gar nichts eingestellt. Nehmen wir bei mir auf dem Nummernschild das Profi, ist das richtig? Okay. Ja. Was steht denn bei dir, Schneemann? Bei mir steht Pickpad. Ich habe nämlich festgestellt, wenn du joins, ist das drauf. Wenn du den LKW während des Spiels tauschst, ist das nicht mehr drauf. Das stimmt, ja. Ich habe meinen Make Love Not War drauf. So, wie nannte sich das jetzt, Naga? Make Love Not nein, War. Nein, das mit der Karte, der Rest ist mir egal. Danke. So, was nehmen wir denn für eine Fracht? Nein, du sollst mir jetzt sagen, was das war. Was denn? Ühü? Nein, Ü geht bei mir nicht. Karten, ist... Kartenmaßstab ändern Cockpit. Ja, das ist genau. Ist gar nicht belegt bei mir. Ah, okay. Externe Aufträge, wo geht's hin? Ah, scheiße, das konnte ich nicht machen. Kacke. Warte mal, ich muss jetzt nochmal gucken. Das wärst du was wie Nighty gefahren ist, ein schönen so, Double. Was war das jetzt? Spiegel. Spiegel, Hut Spiegel da. Nighty, so mal was Schönes aus. Ja. 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 Na gut, dann fahren wir nach Punkt nach Barcelona. Mit dem Zug nach Barcelona, es geht schlecht von hier aus. Na komm, immer sofort aufgeben, immer sofort nein. Ja, bist du schon mit Zug übers Wasser gefahren? Eine lange oder eine kurze Tour? Eine mittelprächtige. Eine mittelprächtige. Geht jetzt 2 Code, moin moin. Ich hätte den Schürfzug nach Elko. Und der ETS-2-Code grüßt auch die Community. Auch immer die 73 Meilen, okay? Hi ETS und hallo Mr. Spock. Hallo Mr. Spock. So, alles fit im Schritt. Ne, 1300 Meilen ist ein bisschen viel, Nighty. Ich hoffe bei euch auch alle. 172. Aber warum macht ihr denn immer so eine riesen Dinger? Das ist kurz, das sind gerade mal anderthalb Stunden. Hat einer vielleicht Kies? Nee, ich bin pleite. Das ist ein Double Trailer. Sorry, ich bin pleite. Ah, okay. Wodka, Wodka. Ich hab Kies aus Santa Cruz. Hab ich auch. Hab ich auch. Der ist gut. Ich hab jetzt Kies nach Santa Cruz. Ach, halt die Klappe, Mann. Die Klappe oder den nochmal? Was denn jetzt? Ich verstehe gar nicht. Nee, den Double von Kingman nach Santa Cruz. Ich hab nämlich noch einen, ich hab noch einen einzelnen drin. Ja, nach Carson City. Geh auch nach Santa Cruz. Aber der ist Sand, der ist nicht Kies. Nee. Franzose. Genau. Haben wir. Francais? Voulez-vous concher? Nein. Avec moi. Das war. Nee, Italiano. Spaghetti, Macaroni, Nutella. Pizza, Pizza. Nee, hab ich nicht, was ihr da habt. Hast du keinen Kies aus Santa Cruz? Nein. Oh, der geht mir auf den Semmel. Ich muss da mal kurz rausgehen jetzt. Die muss ich jetzt einmal kurz runterstellen. Der ist mir zu laut. Siehst du, so laut wärst, wenn du auch... Das wäre schön, wenn du genauso laut wärst. Ich hab Kies nach Phoenix. Er kratzt richtig beim Dings. Sound, so. Voice Volume. Nee, das war mal. Voice Volume bisschen runter, so. Der ist ein Double Trailer. Mikrofon. Hast du den überhaupt? Ja, ich hab Kies nach Santa Cruz. Mikrofon, Volume habe ich auch. Und Nighty, hast du den Kies nach Santa Cruz? Hab ich auch. Super, Schneemann. Ja, ich guck jetzt nochmal. Scheiße, ich muss die Taste wegdrücken. Boah, der Mr. Spock hat's aber drauf. Achtung, Sie fliegen in ein Kampf. Danke. Der Mr. Spock? Ja, ich bin auch Mr. Spock. Nee, du bist der Schneemann. Ach so. Spocky, der Schneemann. Hey, keine Beleidigung hier. Eben hatte ich noch Kies nach Santa Cruz. Oh.
Ja, bleib drin, Mann. Ich kann noch ein paar Mal aktualisieren. Dann habe ich das doch. Da habe ich doch schon mal wieder die Schiffzüge alle. Pilot, machen Sie sich einsatzbereit. Wo war denn das jetzt? Nee, das nicht, das nicht. Santa Cruz Keys habe ich, ja? Double Trailer. Ja, ich warte ganz kurz. Jetzt ist Porky raus. Ja, ich muss das. Ach so. Nein, ich werd gekickt! Ich bin gekickt. Bleib doch so lange drauf und dann join zur neuen Tour dann an. Ich hab sie nicht. Aktualisieren habe ich auch ein paar Mal. Dann ist sie da. Da gerade hattest du. Ja, aber hab ich. Sollen wir annehmen? Ja, nimmt an. Wir nehmen an. 4, 3, 2, 1. Ja, meins. Ich fahr dann schon mal ins Kieswerk. Also das ist jetzt aber ziemlich übertrieben, muss ich mal so sagen. Was? Das. Wunderschön genommen, Mr. Spock. Ich hab Spock überlesen. Nee, hast du nicht. Kann er das auch mit den Fingern wie Spocky? Warum ist denn der minimiert? Nimme. Ach scheiße. Das läuft alles nicht, wie es laufen soll. Jetzt kommt Murmanski angefahren. Wir fliegen die Trailer durch die Gegend. Das ist mir jetzt egal. Wieso ist Porky schon da? Weil er es kann. Er schummelt doch. Er cheatet. Oh, was ist das denn jetzt? Here we go. There we go, go, go. Oh, hier ist der Murmansk. Ja, wir haben schon unser Anhänger geholt. Scheiße, ich seh's. Porky fährt schon wieder 80 Meilen vor mir. Get ready to rumble! Nadi, ganz ruhig, Nadi. Dum 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 dum. Der ist schon auf der Interstate. Ja, ich weiß, dass ich da bin. Naga mich unter Druck gesetzt. Naga hat dich unter Druck gesetzt. Wie das denn, Sandra? Ich hab dich unter Druck. Warum? Was hab ich gemacht? Ich hab das auch nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich irgendwas unter Druck setzen könnte. Außer vielleicht meinen Darm.
Damen? Nicht Damen, oh Gott, Darm. Alter, ey. Hat der wieder so ein Hörgerät aus? Ja, hab ich. Ja, war noch der Mumanz so laut war. Genau. Borgi, da bin ich im Vorteil. Das habe ich noch nicht und das brauche ich auch noch nicht. Nicht mehr lange, wenn du so weiter redest. Piano-Spieler mit den ausgeschlagenen Zähnen. Ich habe keine. Jetzt hat er mit Fritzi und unser neues Fahrrad, ne? Fritzi kriegt so ein Geburtstag ein Fahrrad geschenkt, er dreht eine Runde. Guck mal, Mama, er dreht noch eine Runde. Guck mal, Mama, ich kann sogar mit einer Hand fahren. Nächste Runde. Guck mal, Mama, ich kann freihändig fahren. Nächste Runde kommt doch nochmal vorbei. Guck mal, Mama, ich kann doch um die Zähne fahren. Ruhe, alter Kinderwitze. Ja, okay, das musst du aber auch verstehen, Sandra. Das ist ja noch. Also, ne? Unterstützung muss bald eingestellt werden. Haben Sie verstanden? Ich habe ja auch eine gewisse Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern. Also Kunden. Kunden? User. Kunden? Habe ich was verpasst? Jungs, gib Gas. Borgi. Ich meine ganz kurz was, überhol mal. Ja, ich kann nicht raus, wenn du da... Alter, ey. Wieder zu eng aufgefahren. Ja, das ist nun mal so. Mann. Danke, Borgi. Das war's. Ab jetzt ist kein Durchkommen zu ihm. Die sind auf dich allein. Ja, Ruski. Voulez-vous français? Et moi je crois? Ulala! Mehr kann ich nicht. So, ich hab mich angestrengt und nix. Wie geil. Ah, der war gut, der war echt gut. Was? Paco? Was ist denn Paco? Weiß ich ja doch gesagt, alle Paco. Das habe ich nicht mehr gehört. Ey, 500 Meilen, wer sucht denn so Kinderscheiß hier raus? Ja, wir. Weil ich habe nicht festgestellt, du verdienst mehr Geld, wenn du mehrere kürze Meilen fährst, Touren fährst, anstatt einmal eine Länge. Ja, mir geht's aber nicht ums Geld. Worum geht's denn? Er braucht doch Kilometer. Er braucht doch für die Firma Kilometer. Ja, die Meilen kriegst du doch auch so zusammen. Ach, Kinderkram hier. Ach, Porky. Kinderkram hier. Wir haben gewonnen. Nein, ist schon und wieder gewonnen. Ach, Mann. Wer fährt denn da überhaupt vor mir? Naki. Oh, okay. Was hast du gesagt, Dirk? Und schon wieder gewonnen. Mann. Nice, Dirk. Du kriegst ja bald wieder Premium, ne? Ne, ich mach diesmal mit Flugzeugen. Ey, das macht richtig Spaß. Ah. Boah. Ich teste ja auch gerade den Livestream, aber irgendwie funktioniert ja nicht. Dann kriegt er ein Premium-Flugzeug. Ach Stuhl, ärger mich heute nicht. Aber der Livestream, der funktioniert anscheinend irgendwie nicht, oder? Ich weiß. Was ist denn bei dir los? Genau. Warum geht das nicht? Keine Ahnung. Oder geht der? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil du letztes Mal gescheatet hast, haben sie sich rausgeschmissen. Gescheatet, garantiert, Icke. Ja, klar. Wie will er denn beim Stream cheaten? Geht alles, man kann überall cheaten. Ja, ja. Er macht einen ganz besonders guten Stream. Ja. Mit zwei Schaltknüppel. Ist er länger als einen kurzen? Super. Genau. Garantiert. Guck mal, Nighty ist nett, der bleibt bei mir. Bleibt mir auch nichts anderes übrig, hab ich nämlich nicht geholt lassen. Ich bin doch gleichzeitig angefahren, was kann ich dafür, wenn du nicht schalten kannst?
Hallo, ey, wir haben gesagt, wir fahren kein Rennen, wir fahren Suche Touren, also. Die will sich beeilen, der will bloß auf die Alterung. Ach du Scheiße. Und wieder? Ich krieg Alträume. Wer kennt das Heulen? Dirk, du redest so leise und in Rätseln. Ich krieg Alträume. Wovon? Na, von dit. Oh, jetzt schon ins Bett? Das, was Pauki gesagt hat. Quatsch, Nara eben gerade gesagt hat. Achtung! Du willst jetzt schon ins Bett, davon kriegst du Albträume. Ach nein! Musst du da nicht. Ja. Oh, Alter, Schneemann, du kriegst da ja nichts mehr mit. So hat sich das eben angehört, was Naga gesagt hat, hast du gesagt. Nein, bis der Spock geht, der muss jetzt ins Bett. Ach so. So früh? Bin ich aber ein bisschen früh. Ja, verstehe ich gar nicht. Entschuldigung. Morgen wieder früh raus. Oh, jetzt machen die da ein Elefantenrennen und ich komme nicht vorbei. Wir haben auf dich gewartet. Ja, dann gib doch mal Gas da, ja. Ich komm den Berg nicht hoch. Und Porky auch nicht. So? Ja, man kann doch nicht beim Berg so abbremsen. Oh, nee, übelst. Um 0 Uhr? Das ist ja krass. Was, musst du ins Bett, oder was? Nein, Mr. Spock muss um 0 Uhr wieder arbeiten. Oh, das ist hart. Ich kann den Chat nicht lesen, wenn ich fahre. Natürlich. Ja, das kann Porky auch nicht. Achso, okay. Boah, der Nara hat jetzt zwei Anhänger, gleich hat er nur noch einen. Oh, wer hupt denn da? Sailor. Nee, Celia. Oh, ich komm wieder den Berg nicht hoch. Aber sie hätten mir das so machen können, man die Zusatzspiegel vielleicht mal ein bisschen einstellen kann von der Größe. Das hätten sie mal machen können. Oh, ich muss raus. Ich auch. Ich auch. Warum müssen wir alle raus? Wir haben alle selbe Keys. Ja, ruf einen anderen an. Hast du den gesehen? Der hat auch Keys. Ja, wir fahren die Keys-Touren. Die IKEA. Was braucht denn IKEA Keys? Ihre Topfpflanzen? Ah, okay. Ja, das macht Sinn. Dann warten wir wieder auf die alten Säcke. Ich stelle mich wieder hinten rauf, dann wiegt er wieder mehr und kommt nicht durch. Scheiße. Ja, wir Fußball! Wir spielen heute. Wen interessiert denn Bayern? Wo die Höhne ist. Oh. 80.573 Laps und du? Ich habe 81. Warum hast du denn weniger? Weil ich hinten bei dir auf der Waage mit drauf stand. Hast du bestimmt wieder was fallen lassen. Woher weißt du das? Ich muss gleich nochmal los. Heidi, können wir? Jo. Ja. Wenn der Heidi denn schummelt. Warum? Ja, nur ja, einmal. Aber ich hab den Kater den. Double-Trailer nicht mehr drinne. Weil ich meinen Anti aus dem anschalten musste. Okay, das ist so verkehrt. ID hatte zwei Abladestellen. Eine in Kingman noch und eine muss jetzt dahin in der Santa Cruz bringen. Flugzeug über die Autobahn, seht ihr das? Achtung, Bomben! Da kommt der rote Baron.
Ha, das bin ich, gell? Ja. Fliegst du ein Doppeldecker oder was? Ja. Ey, der macht richtig Feeds, der Dick hier. Hast du runtergelaufen? Wollt ihr Warplane oder wie? Ja, der macht richtig Feeds. Ist richtig geil. Hätte ich nie gedacht. Hör ich auch mal ausprobiert, das war nichts für mich. Fliegen war noch nie was für mich. Für mich ein Geode, aber macht Spaß. Wir doch alle mal. Lufthoheit sichergestellt. Das Schnauze. Muss ich tatsächlich die Motorbremse nutzen? Alter, 6 Meilen musste ich runter. Damit ich den Nager nicht rauffahre. Nager, wie schnell fährst du? 65. Was? 65. 65? Ja. Ich, wenn ich schon sehe. Jetzt kommt gleich wieder die Frage, wieso kann ich schneller fahren als Lager, wenn er auch 65? Ja. Das muss auch einmal pro Übertragung, muss diese Diskussion geführt werden. Ey, ich hab doch gar nichts gesagt. Was? Was setzt ihr mir wieder für Wörter, wenn ich überhaupt nicht gesagt habe? Ach ja, ja. Ey. Oh, das ist so schön. Hab überhaupt nichts gesagt. Hier kommen die Tränen. Ja. Bin so glücklich. So fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, fröhlich, fröhlich. So, und jetzt hier mit Vollgas rum um die Gore. Oh, der geht echt in die Bremsen. Spinnt der? Und schon wieder Sieg. Ja, nice! Sieg, fette Beute. Sieg! Damit muss ich erstmal klarkommen, ja. Ich weiß ja auch nicht, wie man neu. Warum sagt denn keiner, dass ein schneller LKW hinterm unten mir ist? Ja, weil du auch nicht sagst, dass du bremst. Ja, da kommt ein schneller LKW. Danke. Hi, Yannick. Warst du heute schon mal da? Wie geht's dir? Schön, dass du dein zweites Mal zuschaltest. War nie wirklich weg. Hab mich nur versteckt. Ja genau, und ich hab dich verschreckt, oder wie war das? Marius Müller, Westernhagen. Oh nee, Jets kann ich jetzt auch nicht ab. Da habe ich auch Kohle als Trucker FM Simulator 1. Fuck you, Simulator 1, das war auch gut. Ja, uns geht's auch alle gut. Dankeschön. Naja, wenn man aus dem aus dem Beschleunigungsstreifen kommt, dann muss man auch blinken, ne? Ach ja, ach ja. Er geht immer wieder an die Tür. Ich werd gar schuld. Ich weiß nicht, was der immer nebenbei macht. Was? Von dir redet keiner, Dirk. Ja, gut. Was du machst, da weiß sowieso keiner. Das ist ruhig zu wissen. Auch Schiffe versenken spielen.
Nein, Flugzeuge abschießen. Nein, Flugzeuge. Und dann kommt der Panzersimulator. Ja. Und dann kommt der Fußsoldaten-Simulator. Und dann kommen die UG-Games. Habt ihr nicht mal Bock auf Counter-Strike? Dieses kostenlose Ding da mal runterladen und dann mal eine Runde zocken? Counter-Strike kostenlos? Ja. Kenn ich nicht. Meinst du das, was ich und Mix damals gespielt habe, oder was? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was ihr da gespielt habt. Weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt. Also das, was ich mal heißt, Counter-Strike. Boah, Counter-Strike ist doch nicht kostenlos. Doch. Okay. Ich will mal einen Link drüber senden. Du brauchst bei Steam nur reingucken, das Counter-Strike. Ja, kostenlos. Das gibt bei Steam eine kostenlose Version Counter-Strike. Ja, kostenlos kriegt das. Ich habe die ältere Version und die neue. Probieren wir mal den aus. Eine kostenlose Version? Kenn ich noch nicht. Wenn ja, dann lade ich mir das die Tage auch mal runter. Boah, Nager, warum bremst der? Ich bremse nicht. Das ist ein Retarder wahrscheinlich. Echt? Warst du wieder zu schnell? Nee, 65. Oh, hier ist mein Blick in die roten Lappen mit auf. Der ist auch schon wieder. Du sollst doch den Alkohol weglassen beim Fahren. Achso, das war das, okay. Der beträgt das nicht, der wird zu alt dafür. Ja, ja, ich glaube auch. Schon blutunterlaufene Augen. Woher weißt du das? Ja, du siehst ja alles rot. Nö, nee, nö. Nee. Boah, der Sender ist auch kacke. Fuck you. Heißt ja Sender, Entschuldigung. Alter, der Heckschütze, der friert sich doch jetzt den Arsch ab. Bin irgendwo in der Arktis und mit Neger, aber der Heckschütze, der hat kein Cockpit. Achtung, Strohballen auf der Bahn, ihr müsst alle ausweichen. Bloß kein Strohballen mitnehmen. Ah, 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 ah. Ich hab's doch geschafft, gerade eben. Ich fahr den rum und dann nehme ich die anderen nicht mit. Ah, gut gemacht. Ja. Ja, hup mal. Ich habe keine Zeit zum Hupen, ich muss lenken. Autsch, autsch. Benighty, der ist bestimmt ja wieder am Chat. Hallo. Bakersfield. Was? Bielefeld? Ja, auch. Auf Deutsch Bielefeld. Eigentlich Berlin, da wo der herkommt, aber... Ich nenne das jetzt mal Bielefeld. Bielefeld gibt's doch gar nicht. Was? Bielefeld gibt's doch gar nicht. Nee. Hm.
Warum sagt sie das immer? Was denn? Ja, immer geradeaus. Er muss das Skyer machen, das ist interessanter. Was sagt er denn immer? Moin moin. Halt die Fresse, Mensch! Zeit für dich, ne, Schneemann? Ja, ich muss gleich in die Truhe. So eine Stunde ungefähr. Dann muss ich mich wieder hart frieren lassen. Und den kleinen Schneemann auch. Oh Mann. Was hast du gemacht, Schneemann? Ich hab nicht auf die Straße geachtet. Die Alte hat das zwar gesagt, aber ich hab nicht drauf geachtet. Nein, die fahr rüber, ja? Ja. Unglaublich, ne? Wieso? Kann man sich nur verfahren. Bei ATS. Ich kann das auch nicht verstehen. Das kann ich gut. Da kannst du Naga fragen, das kann ich richtig gut. Ja, Las Vegas, das ja, ist, also da kennt er sich gut aus. Ja. Oh, das war krass. Ich dachte, das war Las Palmas, aber dabei war das ja doch Las Vegas. Ja. Palmas. Also Schneemann, da hatte ich noch eine ganz andere Einstellung zu dir. Ja. Da ist so eine professionelle Einstellung zu mir, ne? Eher reserviert, würde ich sagen. Also, und hast du festgestellt, er ist ja genauso bekloppt wie wir. Irgendwie schon, ja. Ich fahr langsamer. Hast du gedreht, Schneemann? Ich brauchte nicht drehen, ich bin ja mit reingezogen. Du bist vorbeigezogen. Nein, ich bin noch mit reingezogen. Ich bin hinter euch ein Stück. Ach so. Du bist rumgefahren und ich dann, und dann habe ich rumgezogen. Und dann bin ich fast neben dir reingefahren. War auf der Gegenfahrbahn. Da hat Porky mich noch überholt und Neidi hat mich freundlicherweise reingelassen. Ich muss sowieso auf die Waage. So müssen wir eigentlich immer auf die Waage. Porky nie. Porky müsste auch, aber dem ist es egal, weil er keine Bußgelder anhat. Ja, habe ich auch nicht an, aber ist egal. Ja. Aber weiß ich nicht, Waage ist irgendwie so ein Muss, finde ich. Bin ich auch. Ja, dann gehe ich auch mal auf die Waage. Das sehe ich. Oh nein, ich bin ja dran vorbeigefahren. Oh nein, Porky, warum machst du sowas? Das tut mir jetzt aber leid, liebe Waage. Stell mich noch mal mit drauf. Damit das Gewicht gleich bleibt, ne? Nicht, dass das heißt, du hast den Teufel. Der hat jetzt ein Bier getrunken, der lallt schon, hört ihr das? Ey, wieso komme ich nicht vorwärts hier? Ey, ich muss ja Gas geben. Nee, ich komme noch nicht rauf. Was ist das denn? Wir können Sie nicht länger unterstützen. Der Sturm ist zu schwer. Haben Sie verstanden? Was ist das denn? Ja, du musst ja jetzt noch vorfahren. Schneemann, du bist ja viel zu weit auf der linken Seite. Wieso bin ich zu weit auf der linken Seite? Du bist viel zu weit auf der linken Seite. Er steht mittig. Ich steh mittig. Ich steh mittig. Ach, du stehst überhaupt nicht mittig. Ich hab grad die Kamera, da kommt noch jemand. Ey, lass mein Handy heile. Ach so.
aber der kann da nicht. Geht nicht! Erster Gang. Was ist was? Erster Gang. Ich hab den ersten drin, weißt du was? Ich fahr jetzt mit den LL an. Jetzt fahr doch mal vor, wir warten hier alle, Mensch. Das geht doch. Ja, mit LL, komischerweise. Ja, dann hättest. Boah, was ist denn hier? Hier ist ja eine Schlange. Wer ist denn noch hinter uns? Ich kann nicht fahren. Ja, das wissen wir doch alle. Boah, hat jetzt ein Kompliment oder eine Verstellung? Nein, echt jetzt. Es geht nicht. Ah, das kriegst du. Komm, wir tauschen mal den LKW. Ich zeig dir mal, wie das geht. Meinst du nicht am LKW? Ja, definitiv. Siehst du, geht doch. Ja, ich weiß auch warum. Was hast du wieder eingestellt? Feststellbremse, oder? Differentialsperre. Oh, warum? Weiß ich nicht. Bin gegen die Kraftkugel gekommen. Ja, fahr doch einfach. Ich steht hier da beide. Ich halte gerade die Kamera drauf. Hier stehen zwei LKWs, einer rechts, einer links. Keiner will fahren. Ich kann nicht. Wieso nicht? Hast du V drin? Ja, ich hab V drin. Aber wieso wird das dann nicht angezeigt an den Kopf? Nee, ich hab Differential angemacht zum Anfahren. Ja, warum machst du den Differential an? Ja, weil sonst wäre es nicht gegangen. Oh. Er ist so weit gefahren, er ist jetzt zurück. Oh, ich komme hier nicht mehr rum. Jetzt stellst du dich aber echt ein bisschen an, ne? Alter Schwede. Passt doch, Nager. Ich glaub, mein Getriebe ist ein Arsch. Wo fährst du denn jetzt schon wieder hin? Willst du mich verarschen oder was? ich will euch gleich fest. Wird zu doof, echt. Kommt, Indianer, wir fahren weiter. Ich glaube, der Nagel hat noch gar nicht gewogen. Nee, der ist doch jetzt zum zweiten Mal dran vorbeigefahren. Man sollte mir echt keinen Alkohol geben. Aber ich muss nochmal auf die Tanke. Boah, ey. Ja, was kann ich dafür? Irgendwann ist der Titel auch mal leer, ne? Ich habe ja nicht einen 3000 Liter Tank wie andere hier. Aus demselben verkrüppelten LKW wie Naga. Ja, ja, ich muss ja auch tanken. Er macht Probleme. Naga hat Bosch-Technik drin. Ach nee, bei mir? Ich bin ja noch voll. Hast du den Kingman nicht getankt? Nö. Ja, siehste. Der kluge Trucker tankt vor. Wo fahr auf da? Bedient die hier nicht? Wieso kommt jetzt keiner raus und bedient? Du bist doch schon wieder zu weit gefahren. Nein! Ah, Porky! Mann! Ich sah noch im Rückspiel. Oh, nicht! Ich dachte, ich muss tanken. Nee, warum denn? Ach so, stimmt ja. Wir waren ja Kingman, ne? Wir waren ein Kingman tanken. Ja. Dann hol ich noch ganz kurz ein Bier von der Tanke. Ja, alles klar. Gib mir einen Kaffee. Wird aber erst ab 21 rausgegeben. Kaffee für mich, okay. Oh. Boah, der Massid dachte wohl auch, wir sind einfach nur doof. Ich wusste gar nicht, dass man Dawai mit J schreibt. Dawai? Mhm. Keine Ahnung. Gut, dass ich meinem Opa immer zugehört habe. So, was ist jetzt?
Ja, wir müssen noch warten. Poggi hat ein Bier und Kaffee für mich. Der kriegt doch kein Bier, ist auch keine 21. Ja, Hauptsache ich krieg Kaffee. Der Rest ist mir doch egal. Oh, guck erst mal, wie er da angetapelt kommt. Also ich muss sagen, mein LKW sieht viel schöner aus als seiner. Ja, meiner auch. Ja. Ja, den sehe ich jetzt gerade nicht. Guck mal, wie er da aus der Tankstelle rauskommt. Ja, rülpsend wieder, ja, echt, Mann. Guck mal, hat schon das erste Bier weg, weißt du? Und eine Lederhose hat er an. Ja, Sack hier. Wo ist der Nike hier? Wenn hier noch so ein LKW an, mach mal aus da. Was soll das heißen? Wieso hast du Nase vorne im LKW stehen? Was hab ich vorne stehen? Naga. Da steht Nase. Da steht nicht Nase, du kannst nicht lesen, Porky. Da steht Naga. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Oh, Schneemann konnte anfahren. Ja, der hat nicht V gedrückt. Ich glaube, ich hatte zu wenig Luftdruck, aber der würde ja eigentlich meckern. Ja. Ich weiß nicht, was das war, der ging absolut nicht da hoch. Er ging nicht hoch, er brauchte den Druck. Kannst am rechten Ei pumpen oder damit ein Stehen hast. Schneemann, gib Gas, unten rechts. Adi, gib Gas. Wir ziehen jetzt an dir vorbei. Leidi! Auf Berg anfahren, das ist scheiße! Ja, ich weiß, hab ich festgestellt. Obwohl man Automatik hat. Ja. Für dich fahr ich aber langsamer. Das ist ganz schwierig, rechts Gas zu geben. Das ist hier mit der Feststellbremse arbeiten in jeden Tag. Guck mal, wie der Naga vorbeizischt. Ach nee, das ist vorne. Das bin ich gar nicht. Alter, ich kann dir mal jemand das Bier wegnehmen. Das ist kein Bier. Das ist Hühnerpisse. Hm. Wer fährt denn auf der anderen Spur? Weggeben. Bist du das? Was machst du denn da? Du kommst doch nie rüber. Ha. Oh Gott, der nächste, der gebannt wird. Ich bin auch schon wieder auf der richtigen Seite. Jawohl, heute haben wir kein Admin hier, ATS, ey. Bin noch mitten in der Woche. Dann sitzt er auch mal nicht durch. Eigentlich müsste normalerweise, wenn die sehen, Porky joint auf dem Server, dann müssen doch alle Admins alarmiert werden. Selbst die, die zu Hause sind, kriegen eine SMS. Ja. Die alle in der WhatsApp. Ja. Aber die wollen ja einen roten Button und ein Schweinchen drauf, er ist wieder online. No, mit Ton. Brum, 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 brum. Nee, mit. Ja, genau. Grunz, grunz. Oink, die oink. Jetzt so, kommt ihr jetzt ran oder müssen wir noch wieder vom Gas gehen? Oder hinten seid ihr ja schon. Mahlzeit. So, wie heißt denn jetzt dieses kostenlose Counter-Strike? Counter-Strike? Nee, was sagtest du gerade? Ja, ich guck gleich mal. Wenn wir die Tour gefahren haben, schick ich dir den Link. Hat mich heute auch nur einer drauf angesprochen. Ich glaube, das ist Counter-Strike, global offensiv. Okay. Du bist dir aber sicher, damit du das dann spielen willst. Das weiß ich nicht. Meinst du wegen meinem Alter? Nee, ich meine nur, weil wir sonst keine Ballerspiele spielen hier. Ja, ich meine ja nur. Doch klar, wir spielen auch Scum und DayZ. Das sind doch keine Ballerspiele. Keine richtigen Ballerspiele, ja. Viral Games. Achso, okay. Ja, dann lassen wir das. War ja nur mal eine Idee. Nee, ich hab das gerne. Er spielte auch Rainbow Six, also für Porky also ist das richtig. Wir können auch COD spielen oder Battlefield oder sonst was. Ja, Battlefield müsste ich runterladen wieder. Ja, welches hast du denn? 4 und 3. 3 komplett, 4 habe ich nur die Startversion. Ja.
weiß gar nicht, gibt das für 3 eigentlich noch Server? Jo. Echt? Oder haben sie schon, ich weiß gar nicht. Haben sie schon sehr lange nicht mehr gespielt. Und Bad Company habe ich auch noch. Ich habe das zum letzten Mal, Battlefield 3 habe ich zusammen mit den, wie heißt es, unser Farming-Simulator, Brian gespielt. Achso. Der war so gut immer. Und eines Morgens hat er gesagt, nee du, ich kann nicht mehr spielen. Ach, wieso nicht? Ja, ich bin gebannt worden. Weil er gescheatet hat oder was? Ja. Das ist scheiße. Ja, für Battlefield Dark 3 gab es damals kostenlose Cheats. Ja. Runtersaugen und dann konnte er mit jedes Arschloch spielen. Das hat er sich wahrscheinlich gesorgt und irgendwann wurde er dann erwischt. Doch, selber schuld. Der rechten Spur ist ein LKW. Ah ja, auf der rechten Spur ist ein LKW. Ja, ist schon okay, danke. Ihr denkt nicht mehr an uns. An die doch, Hinterbliebenen. Immer. Weißt du doch. Ich möchte echt mal mit hinter Nager, mit dem echten Auto hinter Nager herfahren. Und dann rufe ich ihn alle nass an, Nager. Von der linken Spur kommt ein schnelles Auto. Das dürfte recht selten passieren dann. Ja, nee, ist klar. Du bist voll der Rennfahrer, ne? Also bei mir gibt's auf der Autobahn nur Gas oder Bremsen. Echt? 0 oder 1? Oh. Das ja, ist ein Audi. Da kein Shifter, da fährt Automatik. Ja, da fahr ich Automatik. Ja. Und Rettungsgasse ist für dich voll in der Mitte durch, ne? Ja, Rettungsgasse ist einfach nur das Privileg eines Mercedes-Fahrers, zwischendurch zu fahren. Ja, genau. Und wenn der Unfall denn da ist, dann drehst du einfach um und fährst zurück, ne? Nein, das machen nur BMW-Fahrer, die sind ja so blöd, weißt du? So Schwachsinn, fahren bis dahin und dann wieder zurück. Da brauchen sie doch nicht erst hinzufahren, sie können doch vorher schon zurückfahren. Ja, das ist BMW-Fahrer, das ist normal, also das ist kein Problem. Okay. Gut, dass wir das jetzt auch mal erläutert haben. Ja. Also du kannst die Kurve da oben in 5. nehmen. Mhm. Hab ich auch. Cool. Da will der Schüler dem Lehrer Tipps geben, ey, ist schon krass. Der Schüler? Welcher Schüler? Ich weiß nicht. Nager sagt schon hier. Nein, die lernst du gerade bei Nager mit Schalter fahren oder was? Nee, hat ja den Schalter nicht, oder? Den hast du nicht aktiviert, oder? Angeschlossen ist er. Ah komm, du musst ausschalten. Ja. Das wäre total cool. Das ist total geil, ist das. Am Anfang schwer, aber es bringt Laune. Ist wie Autofahren. Und besonders für die Automatikfahrer, die hinter uns herfahren. Die sind immer ganz beglückt. Ja. Die haben richtig Spaß mit uns. Ja. Was wollen die mit so viel Kies hier auf der Baustelle? Ja, die dachten, das wäre wirklich Schotter. Ja, nee, ist klar. Nee, ist klar, bestätigen. Oh, müssen die diese Betonplatten hier hin tun?
Aber ich finde das echt schade, dass die LKWs nicht schmutzig werden. Dass man da auch mal in die Waschstraße fahren muss. Oh! Was hast du denn? Oh, ich habe mich voll erschrocken. Ich hab nicht gedacht, dass das hier eine Kollisionsarea ist. Ey, geh weg! Ich komm hier nicht weg! Was ist das denn? Irgendeiner hat mich zugeparkt. Aufklärungsflugzeug in der Luft. Unser Sieg ist in Sicht. Ja, ich will mal sehen, ob ich die Farbe von den Felgen in der Farbe von der Lackierung kriege. Ein bisschen, das muss ein bisschen gräulicher, glaube ich. Unser Sieg ist in Sicht. So also ein beige-grau oder wie das sich nennt. Also Naga 1 kann man ja sagen, ne? Unsere Trucks sehen am besten aus, ne? Ja, das definitiv. Ja. Das ist selbstredend. Oh Gott, da widerspricht auch keiner von den beiden, haben wir wohl recht. Wir auch, wie sollten sie denn, die Bilder sprechen doch für sich. Ja, eigentlich schon. Ja. Und in China ist gerade unser Kreis umgefallen, ne? Ne, echt jetzt? Das ist doch super. Das ist doch geil. Ja, Mann, in China. Das ist ja, Mensch, das ist eine Erfolgsmeldung. Wir haben es hingekriegt, endlich mal einen Sack umzuschmeißen. Und das ist bestimmt der ganz berühmte Sack. Ja, der von Onkel Benz. Ja, ich mach dir meinen Motor auch mal aus. Aufklärungsflugzeug hier zum Schiff zurück. Mal was für ein Klima tun. Wir sehen nicht einer mal freiwillig hier umbenennen in Greta oder so. Och nee, boah, die gibt mir ja sowas von, so eine Klimamutter, Theresa. Machen wir noch ein Türchen oder wie sieht's aus? Ja. Also ein, zwei noch, dann muss ich ins Bett. Ja, ich auch. Ja, dann machen wir noch eine Tour. Okay. Also ich habe eine Tour nach, Nee, die ist soweit. Tomaka ist soweit. Ich habe eine nach Santa Cruz. Super. Also, 306. Schaffe sie Dallas noch? Ich habe was für Albuquerque. Da so kommen wir ja gerade her. Da kommen wir gerade her. Willst du wirklich nach Dings? Nach The Dallas? Weiß nicht. Und wie lange brauchen wir dafür? Eine halbe Stunde? Vorratstanks. Oh, 680 ist ein bisschen länger. Dreiviertel Stunde mindestens. Echt? Ja. Oh, ne, ein bisschen weit. Bastro wäre wieder zurück. Oakland ist gleich nebenan. Was ist mit Elko? Elko? Wo ist denn Elko? Eureka. Elko hätte ich wieder Kies. Können wir bestimmt hier mitnehmen wieder. Nein, ist nicht von hier. Ah, oh, schade. Elko hätte ich Kies. Was ist mit 90? Oh. Entschuldigung. Wir gucken noch. Elko. Salem? Nee, Salem ist soweit. Wo ist denn Omak? Washington da oben. In Washington war ich lange nicht. Ich müsste eigentlich mal wieder nach Washington. Aber dann müsstest du ja nach The Dallas. Ja, nee. Ja, Oregon. Ja, ist soweit. Ja, ist soweit. Wir können ja nach Nevada fahren, nach Elko. Und die anderen Tage machen wir dann eine Tour von Elko nach, wie heißt das Kaff hier? Nach Ontario. Dann sind wir schon fast, oder fahren wir einmal in Utah durch. Ein kleines Stück. Ach, Salem hätte ich mal. Salem? Was? Salem. Kilometer? Salem. 696. Ja. 712.
Ja, Sedum habe ich auch. Metallschrott. Nicht Kies. Warte mal. Ich habe auch Kies noch mit. Habe ich auch noch Salem. Ja, warte mal, ich muss kurz was gucken. Wieder ab. Hab ich nach Elko. So. Salem, wie gesagt, ne, Salem, das ist. Ne, das ist soweit 712 Kilometer, oder? Meilen. Das Salem hätte ich. Wo war das noch hin? Eureka? Nee. Eureka hätte ich, also ein bisschen, weiß ich nicht. Aber nochmal Salem, Metallschrott habe ich auch. Was jetzt? Ist er nicht aber vor Guido? Ja, ja, lass doch Salem. Was denn? Kies oder Metallschrott? Ich nehme Metallschrott. Soll ich annehmen? Ja. Ich geh mir jetzt auch an. Meilen oder was? Nee, 27 Meilen. Ich habe 26 Meilen. Warum soll ich denn U-Turn machen? Wie U-Turn machen? U-Turn! Schrei doch nicht immer so. Genau, ist das ganz übel. Oh, mein Herz. Ganz hinfahren. Ja, ich biege nach rechts ab. Ja. Ja. Right now, right now, right now. Right now. Drive right. Ja, war aber ein paar schöne Touren heute dabei, ne? Seid ihr Richtung Santa Cruz gefahren? Ja. Okay. Auf der 101 oder was? Ne, auf der 1. Ja, ich bin jetzt auf der 101. Ich fahre, wie mein Navi das sagt. Mein Navi sagt, fahr durch die Pampa, fahr ich durch die Pampa. Wir sind jetzt auf der berühmten 1. Nice. Weil wir wollen auch berühmt werden. Guck mal, ob ich euch gleich gerade irgendwo finde. Auf der One, auf der One. Zero One, Zero One, Zero One, für den nicht. Hier war ich ja noch nie. Wo ist denn mein Trailer hier? Hier warst du schon. Hier war ich schon? Ja. Bist du sicher? Ja. Hier hast du das Event gefahren. Bist du schon hier? Wie bist du schon hier? Ja, wo ich bin? Du bist doch hinter mir, oder nicht? Nee. Ach so. Wer ist hinter mir? Nighty, oder? Ja. Boah, ist ja. Aber
wieso geht die Kiste immer aus? Also ich habe hier jetzt die grüne 152, die 5. Ihr seid auf der 1 da unten. Oh, hier war ich ja noch nie. Ja, da war ich eben. Kommt ihr gleich auf der 5 auf? Wahrscheinlich. Da fahrt ihr über San Francisco, sonst müsst ihr jetzt drehen. Boah, das ist ja cool hier. Ja, irgendwie glaube ich, bin ich verkehrt. Ja, bist du. Aber das ist cool hier. Okay, danke für die Unterhaltung. Oh, hier geht voll das Licht an. Oh ey. Kann doch nicht sein. Die Karre jedes Mal ausgeht. Will er von mir noch Ladepapiere haben? Das sieht doch, dass ich keinen Trailer dran habe. Muss ich denn hin? Oh, ich muss mich beeilen. Hier ist der Trailer vom Schneemann. Ah, oh, nee, du bist so versetzt, Nighty. Ach, hier muss ich hin. Der Königszapfen sitzt nicht da drin. Oh, ich muss abhauen, bevor Schneemann mir in den Trailer reinfährt. Was soll das denn jetzt heißen? Ja, weil deiner bei mir drin war. Oh, scheiße, das hat sich jetzt blöd angehört. Meiner war bei dir drin. Ja, ich weiß. Lassen wir das jetzt. Das hört sich jetzt aber echt hart an, oder? Ja, ich war. Ja, das war's auch hart. Aber endlich mal ein cooler Trailer. Ich fahre immer vorsichtig. Fahren Sie vorsichtig. Immer. Sag mal. Habe ich da irgendwas verstellt? Ich muss mal kurz was gucken. So, jetzt müssen wir mal gucken. Beschleunigen. Wo denn der Porky ist? Ja, sofort. Ah, habe ich ja gerade schon gefragt, ob ich zu euch komme. Warte, nee, warte mal. So, gucken wir dann mal, wo du denn bist. Auf der 5. Du bist auf der 5. Du bist auf der 5. Bist du denn auf der 5? Ach, so weit bist du schon? Ja, ihr seid auf der 1 gewesen und die war, da hätte ich wieder ganz zurückfahren müssen. Deswegen nee, das passt. Deswegen habe ich gefragt, ob ich zurückfahren soll. Nein, fahr bitte die 5 entlang bis nach Sacramento. Und nach Sacramento, du bleibst ja auf der 5, an der Wait Station, nach Sacramento, da treffen wir uns. Aha. Okay. Klappt? Naja. Alles klar. Was sind da denn hier Wildparker? Ja, das Problem ist, dass ich hier nicht hochkomme. Deswegen hätte ich mich da auch nicht. Oh, nein. Okay. Ach ja, kann ja auch nicht. Muss ja auch mal. Jetzt könnt ihr kommen. Ja, passt. Also das geht doch. Schön Feststellbremse. Und dann butterweich im ersten Gang. Ja. Ah, schon ein geiles Gefährt. Der LKW. Ja. Ja. Wir haben das auch Spaß mit denen zu fahren. Ja. Bin mal gespannt, ob ich jemals noch einen anderen nehme. Bestimmt. Obwohl, ich habe noch nicht viel. Ich habe jetzt 105.551 Meilen drauf.
Also ich habe 11.789 Meilen mit denen drauf. Oh, stimmt, ich habe auch 10.553. Du hast recht. Also wir, glaube ich, zusammengekauft irgendwie, ne? Ja. Ihr seid hinter mir, ja, ne? Ja. So, kann ich raufdrücken. Ja, pass auf, die Strecke ist hart. Also ja, da weiß. Kannst du schnell kippen hier. Hier lade ich mit meinem FLB. Okay. Ich glaube, ich lag hier auch schon mal. Aber in meinem Kennwort. Ich hatte den Freightliner Bot habe ich benutzt. Torpedos, achte aus! Achtung, meldet Zielposition. Ach, zu den, ja, okay. Jetzt weiß ich, welchen du meinst. Die Flachnase, weißt du? Hm, ich weiß. Unser Team hat die Führung übernommen. Ich habe jetzt gerade den 103E oder sowas von Kennwort habe ich irgendwie drin. Ne? Hm. Als Motto. Oh, Schneemann gibt aber Gas hinter mir. Hinter dir? Ich bin vor dir. Nighty meinte ich. Nighty fährt auch ein Volvo. Der Volvo hat Power. Aber was für eine Power. Oh, wo ist er jetzt? Ah, doch, da ist er. Zunächst rechts abbiegen. Torpedos auf Backbord. Get ready to turn right. Torpedos achter aus. Turn right. Wisst ihr? Ich kann auch Navi spielen. Turn right. Unser Sieg ist in Sicht. Und hast du Englisch geübt? Ja. Okay, dann sag mal was. Turn right, turn left. Genau, richtig. Die Fotze. Fotze? Hä? Fotze? Auf Englisch? Was heißt das? Auf Deutsch übersetzt. Der ist aber auch vulgär geworden, der Dirk. Muss ich aber aussagen. So richtig aufgefallen, ne? Schneemann, was hast du vor? Fake Schweider. War mein Schaltfehler. Ja, ich merk schon. Jetzt stell ich mal nicht so an, wir sind in San Francisco, man muss auch mal die Alcatraz-Insel sich angucken, obwohl sie noch weiter hinten ist, aber es ist ja geil. Ein wunderschönen Abend, Hasenase. Ja, oh, hallo. Ich weiß, die fahren gerade über San Francisco. Genau. Die fahren gar nicht bei mir vorbei. Wir fahren jetzt. Ich dachte, irgendwie, dass du weiterfährst, Porky, aber... Nee, du hast gerade die Sonne dafür fahren. Aber dann fahrt ihr über die 101 weiter, ne? Wir fahren über die 80. Lass mich mal gucken. Wir fahren parallel zu dir, wenn du auf der 5 bist. Ja, wenn du aber 80 fährst, dann kommst du ja bei Sacramento und müsstet ihr links ab eigentlich. Ja, in Sacramento kommen wir wieder zusammen auf die 5. Ah, Gott, was war das denn? Der Spasti da vor uns. Boah. Oh, ich komm den Berg nicht hoch. Ja, ich fahre den 5 nicht hoch. Dann fahren wir mal weiter, aber Leute. Darf Nase nicht hinterherkommen. Boah, war das ein Anstieg hier. Ach so, bloß wir haben jetzt die Pappnasen vor uns. Ja. Ach du Scheiße. Guck mal, da unten fährt ein Kriegsschiff. Und ist ein Schlepper. Rechts oder links? Ne, ist ein Schlepper. Ich dachte, das sah erst im ersten Moment aus wie ein Kriegsschiff. Du hast doch nur Schiffe versenkt. Du spielst so viel World of Warships. Ja. Entschuldigung. Ey, passt ja. Alles in Ordnung. Boah, jetzt zieht Schneemann aber an hier. Sieht doch gar nicht an. Vor allem 6. Gang, 46. Jetzt war ich im 7. Gang. Oh, you're entering the city. Yeah, you have left the city, oh Gott. Was für ein Scheiß.
Die sind abgebogen. Oh, super. Oh. Ambiland. Ja, wir fahren heute ein bisschen Ambiland herum. Ich hab's geschafft. Oh, Gott sei Dank. Was hast du geschafft? Ach, das Schiff. Ah, nice. Jetzt bin ich überlegen, meinen alten Captain. Welchen Sheet hast du heute genutzt? Die Nernsgroßen. Oh. Ich frag jetzt nur, ne? Ja, kein. Mein Gott. Das weiß ich nicht, ob ich dir das glauben soll. Heidi, bist du noch dran? Ja. Frag mal Heidi, weil ich gestern mit ihm gefahren bin. Wir sind die ganze Weile gefahren gestern. Ja, ist schon ein schönes Spiel. Ich spiele das auch gerne. Was? Schiffe versenken. Ja. Verarschen anderen. Nee. Aber er führt gerne die Torpedos ein. Aber ganz langsam. Der spielt ja nur das Spiel, wenn die U-Boote hinten hier hinkommen. Dann will er ihn auf U-Boot-Kommandant machen hier. Wer? Ja. Na, Porky. Porky, okay. Also ganz ehrlich, den Namen für einen U-Boot-Kommandanten habe ich schon im Spiel. Porky, Wake Station. Jo. Ist die NAS Sacramento? Ja. Dann leg mal Lake of Klo und dann leg mal das Achterschiff ausprobieren. Oh, jetzt geht er da auf Klo Schiffe versenken. Hm. Ja, kannst du auch machen. Gibt's ja für Handy auch das Spiel. Erstmal meine Flagge an. What the fuck? Die brennende Mülltonnen fehlen. Brennende Mülltonnen? Ja, wie in den USA unter den Brücken und so, wo die Penner alle sind. Okay. Ja. Okay. Aber ich glaube, mittlerweile ist das ein Klischee. Ich glaube nicht, dass das noch so extrem ist, wie es früher war. Oder nein, überhaupt nicht. Ich habe noch nie eine brennende Mülltonne in den USA gesehen. Ja, weil er noch nicht im Winter da war, wahrscheinlich. Richtig? Frage. In den USA war ich noch nie im Winter. Ich war nur in Kanada im Winter. Na, guck. Und wer jetzt hier oh, Blödsinn, ja. Das stimmt gar nicht. Ich war in New York zu Silvester. Klar, natürlich war ich schon da. Was haben sie da rum? Die Raketen hochgejagt? Cruise Missiles oder was? Nein, da ist. nein, das war auf dem Times Square. Okay. Da wird nicht geschossen. Nur die Bullen, ne? Ja, nur die Bullen. Okay. Happy New Year. So langsam kriege ich die Kreuze aber auch voll hier, die Autobahnkreuze. So fährt man so lange mit Metallschrott durch die USA. Kommt was entgegen, aber auf seiner Seite, ne? Oh, guck mal, da drüben überfallen sie gerade eine Tankstelle.
euch da vorne, kommt einer. Was kommt da, ein PKW oder was? Roadrunner. Dann mach mal die Rundumleuchte an. Muss einer auf die Waage? Ich hab noch keiner mehr auf die Fläche. Ich bin noch nicht in der... Also ich muss rauf. Vergiss die V zu drücken, ne? Jo, ich muss auch drauf. Jo, Bums gemacht hat er. Ab in die Leitplanke. Was für ein Spacken. Du oder was? Nein, der Typ, der hier antanzt. Der vorbeigefahren ist, wie so eine versenkte Ja, Frage. Voll hängen geblieben. Einmal zusammengefaltet. Was für ein Idiot. Oh Mann. Manche lernen das nie. Nee. Bei dir muss auch rauf? Ja. Ich fahr langsam an. Ob ich scheinbar nicht raufdrücken kann. Er zieht an. Ja. Scheiße. Was ist die Grundlage für deutsche Autos? Kupfstahl. Und was ist das in Polen? Diebstahl. Das wundert mich jetzt aber. Wenn 90 noch über sowas lacht, über sowas Altes. Oh, richtig. Hallo. Oh, 500 Meilen noch. Oh, tut der Arsch schon weh. Oh. Wieder aufwärts der Fahrt. Ich habe da einen Arbeitskollegen in der Firma in einer Abteilung. Der spielt auch ETS. Ich sag, jetzt Feierabend? Ja, jetzt erstmal eine Runde LKW fahren. Oh Mann, ey. Voll der Freak, echt. Wie heißt der mit Spielername? Weißt du das? Michael nicht. Markus Schulte oder irgendwie sowas. Oder ist der Schulte. Mit dem realen Namen drin? Was? Der mit dem realen Namen drin? Ich glaub ja. Wow. Also Markus heißt er wirklich und mit Schulte eigentlich auch mit Namen, aber ich glaube so spielt er auch. Oh, nice. Naja, auf die Idee wäre, würde ich nicht kommen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Wieso springt er denn nicht um? Nee, man gibt doch mal ein bisschen Gas. Ja, ich habe ein Problem gerade mit der Schaltung. Jetzt nörgel mich nicht an, Nager. Nager, du sollst nicht die Leute in der Sonne mal anmeckern, sonst hauen die wieder ab. erst fahren sie rabiat nach rechts, dann sind sie weg. Ach ja, ach ja. Nach rechts, nicht nach links, Schneemann. Ja, und dann heißt es, wir schmeißen sie aus der Firma raus. Ja, genau. Ach, nur Idioten. Ja. Wer war noch der Schlimmste von allen? Ja, du. Also, okay. Nicht wirklich schlimm. Jeder hatte auf seine Art. Ah, shit. Am Kopf gekratzt, Splitter in der Finger. Mann. Da musst du morgen früh, wenn du aufstehst, die Schleifmaschine anmachen und erstmal den Kopf ein bisschen abschleifen, rund abschleifen da oben. Schön mit feine Schleifmaschine, nicht, dass du wieder einen Splitterbar reinhaust, ne? Erstmal alles wieder schön glatt machen. Genau. Also schön einölen. Damit ja, einölen würde ich nicht. Also ich würde Alpizin nehmen, vielleicht wächst dann nochmal was. Das
Das Einzige, was beim Benutzen von Alpecin wächst, ist das Portemonnaie oder Inhalt des Portemonnaies von dem Hersteller. Ja. Also die Kasse von dem wird gefüllt, genau. Ist genauso. Alpecin, was war das nochmal? Doping fürs Haar, nur genau. Fürs Haar. Ach so, der Scheiß. Ja, Koffein, ne? Ich glaube ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Doping fürs Haar, Koffein, ja genau. Ja, bevor man sich Arschhaare verpflanzen lässt, dann probiert man das lieber so erstmal. Ah. Hab ich gelacht. Oh Mann. Ey. Ist ETS eigentlich heller ATS eigentlich heller geworden? Ja, die haben Sommer hier, ne? Ah, alles klar, okay. Die Nacht kommt mir besonders hell jetzt, obwohl es ist erst 10 Uhr abends, ne? Mettwurst! Sind wir jetzt schon in Mettwurst? Ja, aber war ausgeschildert. Achso. Ah, noch 403 Meilen. Alter Schwede, und mir tut die Popo weh. Ah. Muss tanken. X hier Pause machen, weil nee, echt jetzt oder was? Ja. Hättest du auch mal ein bisschen mit Reserve weiterfahren können, ne? Oh, 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 Hasenase, das hab ich gerade abgeleckt. Oh, warte, sofort. Wieso sollte ich zu Fuß gehen? Ich hab doch 4 gesunde Reifen. Oh, der war gut. Cowboys in the land. Ist das ein Scheiße, ne? Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Einfach Scheiße nachher. Ich mach Radio aus. Das ist am besten. So langsam musst du dich auf die Nacht vorbereiten. Dann ist die beste Bettzeit für dich. LKW von hinten? Ja. Was sag mal, wieso zeugt der denn immer ab? Sag mal. Oh, Naga drängelt schon wieder so. Hey. Die Frau hat schon das Licht angemacht, ich muss bestimmt gleich zu Bett. Ja, die ist schon seit um 5 hoch. Nee, 5, halb 5. Die hören wir so früh auf. Immer früh müde. Ja, sag dir doch mal, soll sie ATS fahren, da kannst du zwischendurch schlafen. Nee. Jetzt muss ich Hacken Gas geben hier. Rot. West Virginia.
Du. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Hä, wo ist Fußball? Halbzeit. Also Neidi? Wer gewinnt denn? Was? Ich stell den LKW nachher irgendwo hier auf der rechten Seite ab. Wenn du deine Tour abgefahren hast, dann lässt du die von Lager hierher bringen und fährst du meinen dann auch hin, ne? Drei Feuer, ja, okay, ja, mach ich das. Guck mal, so voll, ey. I'm driving down the road. I get a feeling. I should have been yesterday. Ja, wie ihr hört, die alten Menschen werden langsam yesterday. Die alten Menschen? Also Porky denkt man zwar wirklich noch, der ist 21, ne? Naja. Ah, böse Zeit. Oh, das kleine Schweinchen muss man hier morgen wieder die Schulbank drücken. Das ist ja selber schon so ein alter Knochen. Was? Wer denn da? Er singt. Du guckst sie doch hier jetzt nicht mit näher nach der Schildern oder was? Wer? Der Schulbusfahrer geht mitten in der Nacht zu den Schild da vorne an, guck sie das Schild an. Ja. Wer weiß ja nicht, wo Helbus. Komm Junge, nimm dir ein bisschen Kies von mir. Hast genug mit, ne? Jo. Wir haben den Metallschrott, die Bombe schon irgendwo wieder einen heimlichen Bunker oder so. Kies, Metallschrott. Kann man jemand den Nager aufwecken? Nee, Nager schläft nicht. Der singt mir gerade ein Schlaflied. Du hast schon das Zeichen gekriegt, das Licht an und aus, das wild an und aus gemacht. Schlafen, nicht nee, schlafen. Nee. Also im Wohnzimmer ist das Licht angegangen, weiß ich meistens Bescheid, ist gleich Feierabend. Oh, strenge Erziehung von einer Frau. Nein. Das stimmt ja gar nicht, sie hat ja recht. Weil erstens ist sie ziemlich früh hoch, zweitens muss ich morgen auch wieder früh los. Und, ne. Oh. Ich denke nur an, dass ich meinen Schlaf kriege. Bye bye, Leute. Ja, ich hab's ja nicht so gut wie Dirk, ne, der bei der Post arbeitet in Berlin. Nee, Potsdam, Stahnsdorf, leckt mir mal. Ja, das ist mir egal, trotzdem als Berliner in Berlin zu arbeiten ist natürlich eine Ehre. Ist recht bei der Post. Mhm. Ja. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Liebe Berliner, er bringt euch die Post. Was ist denn hier los? Hast du gar nicht wettgemacht? Nee. Komm mal hin, Alte. Komm mal hin, Alte. Ey, das ist eine Lüge. Weiß nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hinter mir ist keiner mehr. Was sind die woanders abgebogen? Ich mache jetzt Vollgas. Oh oh. Country Road. Jawoll! Jawoll! Alle Bemühungen zum Schutz der Basis konzentrieren. So. Dieser Rastplatz ist meiner. Ich muss gleich anhalten. Jetzt zum Beispiel, da kommt jetzt ein Rastplatz, da fahre ich jetzt rauf, da ist auch eine Waage. Ich wiege dann mal eben. Ihr könnt weiterfahren. Ich fahre mal schnell weiter, der Schneemann kommt. Ich fahre aber nicht auf die Waage. Ach guck mal, da ist halt Porky. Der A. Ach, hier hat er es gesagt. Der Busfahrer guckt sich das Schild an. Weil hier der Reisebus steht. Hab ich doch gesagt.
Also die Vane Station habe ich nicht gemeint. Gewitter durch, bin wieder da. Was für ein Gewitter, Sandra? Du läufst raus. Ciao. Oh. Lieferung abbrechen. Ich brauche Unterstützung. Muss das morgen zu Ende fahren? Nee. Weiß ja nicht, ob ich morgen ATS fahre. Vielleicht fahre ich auch morgen ETS. Das stört mich nicht, sowas. Absolut nicht. Wo soll denn das Gewitter sonst sein? Hat sie auch einen Donner-Buddy? Unser Team hat die Führung. Heißt er auch Ted? Kenn ich nicht. Kennst du den Film nicht? Nee. Kennst du den Film Ted nicht? Nein. Mit Mark Wahlberg? Nee. Nee, echt nicht? Nein. Musst du dir angucken. Definitiv, musst du dir angucken. Wo ist denn jetzt Porky? Er ist weitergefahren, weil er mich gesehen ganz, hat. Ganz, ganz langsam, weil ich ja weiß. Nighty? Ja. So Jungs, haut rein, ich wünsche euch eine gute Nacht. Jo, gut's Nächtle. Gute Nacht, Schneemann, war schön mit dir. Jo, mit euch auch, tschüss. 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 Wir machen die Tour jetzt hier nach Zelna. Das ist ja nicht mehr lange. Ja. Der dann Porky richtig jetzt unterwegs noch irgendwo schlafen. Rolle nur, ich frag mich gerade, wo ihr bleibt. Wieder falsch gefahren? Kann man doch gar nicht falsch fahren. Einer auf dem Standstreifen. Wo ist Schneemann hin? Er ist jetzt hier schmolzen. Oh, Sandra, der ist schon weg. Hätte ich ihn noch gern gesagt von dir, aber der ist schon weg. So, erstmal nach. Brötchen holen hier. Yo.